Hi meine Lieben, ja heute geht es um ein Geschenketipps-Video. Ich habe das selber jetzt schon öfter mal auf YouTube gesehen und finde das super klasse, weil man immer irgendwie eine Idee findet oder eine Inspiration oder man hat schon teilweise ein Geschenk und es fehlt einem noch so ein bisschen eine Kleinigkeit oder so. Und habe ich gedacht, da mache ich auch mal ein Video dazu, weil das kann man immer gebrauchen. Ein Tipp für die Mädels, was ich auch selber super toll finde und ich auch selber besitze, sind diese Glas-Plastik-Displays für Lippenstifte oder allgemeine Schminksachen. Und die gibt es ganz einfach über Amazon zu bestellen oder ihr könnt die auch in Drogeriemärkten kaufen. Zum Beispiel bei DM habe ich die schon gesehen und bei Müller, bei Rossmann allerdings noch nicht. Aber ich glaube, in dieser Bartabteilung, wo es sowas gibt, da müsste es eigentlich dann auch geben. Und das ist einfach super praktisch. Ich blende euch mal meine Sachen ein. Da habe ich zum großen Teil meine Lippenstifte drin stehen. Oder das gibt es auch als Nagellack-Displays. Da müsst ihr mal im Internet schauen. Das gibt es meistens bei Amazon. Und ja, allgemein auch so Schmuckaufbewahrungssachen. Zum Beispiel habe ich so eine Muschel, wo ich ein paar Sachen drin habe. Oder so Schmuckständer für die Ohrringe, was super schön aussieht. Meiner ist jetzt vom Urban Outfitters, aber das gibt es auch so überall zu kaufen. Ja, auch Aufbewahrungsmöglichkeiten für Halsketten finde ich super wichtig, weil man will ja alles sehen, die man so hat und ja, wenn die irgendwo in der Kiste rumliegen, dann verheddern die auch super schnell und deswegen sind so Aufbewahrungen für Ketten einfach super schön zum Hinhängen. Solche findet ihr in ganz normalen Schmuckläden wie Six, I Am, bei Bijou Brigitte, glaube ich, habe ich auch schon welche gesehen, solche Läden eben. Meine sind jetzt vom Six, glaube ich, damals gewesen und die haben auch so Aufsteller zum Hinstellen oder eben zum Hinhängen und finde ich einfach wahnsinnig praktisch und super schön. Das wertet auch nochmal so ein Zimmer oder so eine Ecke auf jeden Fall auf. Worauf ich achten würde, wäre Schmuck zu schenken, finde ich ein bisschen schwierig, weil jede Person hat eben ihren eigenen Geschmack und ich finde es immer schwer, Schmuck zu verschenken und mache es daher auch eher seltener. Weil es muss der Person hundertprozentig gefallen und auch wenn man die Richtung kennt, es heißt nicht, dass die das dann mag, die Person. Und deswegen finde ich das sehr schwer und würde eigentlich eher abraten, davon Schmuck zu kaufen für andere. Dann vielleicht eher, wenn sie es wirklich will und sie es geäußert hat, dass sie das möchte, genau dieses Stück, dann ja. Aber ansonsten wäre ich da sehr vorsichtig damit. Dann lieber so ein Schmuckständer, wo sie eben den Schmuck dranhängen kann. Auch ein schwieriges Thema finde ich Parfums. Also ich finde, das ist sehr, sehr schwer. Deswegen würde ich eigentlich auch nur mit so ein paar Tricks die Person vielleicht mitnehmen in Douglas oder so und mal dran riechen lassen und sagen, man sucht selber ein Parfum oder keine Ahnung. Und wenn sie dann sagt, oh ja, das riecht sehr gut, dann könnte man das eher kaufen, aber nicht einfach wild drauf los, weil das geht auch meistens eher nach hinten los. Wenn die Person, die ihr beschenken wollt, auf so Beauty-Sachen steht, darauf muss man auch immer achten, wenn... Also man sollte immer nur das verschenken, wo die Person auch, ja, mag. Also wenn die Person keine Beauty-Sachen großartig benutzt, warum sollte man der dann auch Beauty-Sachen schenken unbedingt? Ja, also deswegen, man sollte immer Acht geben, dass man auch das nur verschenkt, was die Person dann auch wirklich benutzen wird, zum größten Teil. Und man kann so eine kleine Beauty-Bag zusammenstellen, zum Beispiel aus verschiedenen Pröbchen bei DM, diese kleinen Packungen zum Ausprobieren. Das ist eigentlich immer eine ganz tolle Idee. Da gibt es auch verschiedene Sachen in verschiedenen Drogeriemärkten. Und vielleicht als Highlight so ein irgendwas Spezielles, was sie entweder sich schon ganz lange gewünscht hat. Das kann man zum Beispiel dann bestellen, auch so im Beauty-Bereich vielleicht. Oder extra kaufen oder verschiedene Sachen dazu machen. Oder irgendwie so ein Extra, was eben nicht jeder hat oder so. Vielleicht so ein Bodyspray von Victoria's Secret kommt vielleicht ganz gut. Die kann man ganz einfach bei eBay bestellen. Ist immer unterschiedlich der Preis dann, aber so grob müsst ihr um die 18 Euro, 20 Euro, je nachdem mit Versand und woher es bestellt, eben schon damit rechnen. Aber das wertet zum Beispiel so eine Beauty Bag super auf. Und ich kann euch jetzt nicht genau die Duftrichtung sagen. Also ich habe mir auch bei eBay einfach querbeet mal mehrere bestellt gehabt und ich bin mit allen zufrieden. Also die riechen alle irgendwie fruchtig und süßlich und so und ja... Und allein schon, wenn sie es auch nicht vom Duftmarkt, vom Hinstellen und als Deko-Effekt, finde ich das auch schon super. Also ich finde, damit macht man eigentlich recht wenig falsch. Eine schöne Geschenkidee sind natürlich auch Kerzen. Das kann man einfach noch mit dazu verschenken, so als Kleinigkeit. Oder wenn es eben so teure sind, so in dem Yankee Candle-Bereich, dann eben auch sowas. Aber da würde ich sehr doll aufpassen, weil die auch recht teuer sind.
Und ja, eine Yankee Candle sieht eben so aus, sind meistens größere, aber es gibt die kleinere Varianten auch. Aber die lohnen sich eigentlich nicht. Also wenn, dann sollte man schon mit diesem 411 Gramm sind das, glaube ich, ja, schon solche Gläser kaufen, weil im Vergleich zu diesen kleineren, wo es eben gibt, das ist viermal so viel und kostet um das Doppelte. Also das lohnt sich dann schon eher, das hier zu kaufen in der größeren Variante statt die kleinen. Und da es eben so ist, dass die um die 20 Euro kosten und man nicht weiß, ob dem anderen der Duft gefällt, würde ich das eher nicht unbedingt empfehlen. Also mein Liebling ist ja Home Sweet Home. Das ist so fruchtig, so Punsch, glühweinmäßig mit Zimt und so. Wer auf sowas steht, kann ich das echt nur empfehlen. Aber der Duft ist schon sehr intensiv. Also man muss schon drauf stehen, wenn man sowas mag. Eine kleine Alternative sind natürlich solche Duftlampen, die man in Kombination mit Tarts von Yankee Candle kaufen kann. Das ist jetzt eine ganz normale Duftlampe, die gibt es überall zu kaufen. Man muss nicht genau die kaufen von Yankee Candle. Natürlich bieten die das an, aber die kann man überall kaufen. Also meistens bei der Duftkerzenabteilung. Und da innen macht man ein kleines Teelicht rein und hier oben bröckelt man ein kleines bisschen was von dem hier rein. Also ein Viertel oder so reicht vollkommen aus. Dann schmilzt das hier oben. Ich habe noch so ein hellblaues gerade hier drin. Und dann duftet das auch sehr intensiv und die kosten um die 2 Euro oder so. Und so eine Kerzenhalterung, also so ein Duftkerzenspender, kostet, glaube ich, um die 10 Euro aufwärts, so ungefähr. Und das finde ich auch super schön, damit derjenige das auch erstmal testen kann und man da trotzdem Yankee Candle verschenkt. Eine andere Variante, wenn man das mit der Duftlampe nicht so mag, weil das dauert ja ein bisschen, bis dieses Tart dann noch aufgebraucht ist und so, sind diese kleinen Yankee Candle Kerzen. Das ist so das zweitkleinste, was sie haben. Es gibt also nochmal kleinere, die sehen aus wie normale Teelichter, aber die kann man im Moment, glaube ich, nur schwer kaufen. Ich weiß nicht, bei dem einen Shop, was ich schon mal erwähnt hatte vor ein paar Videos, gab es die in Massen und jetzt gibt es sie gar nicht mehr. Das haben mir ganz viele geschrieben, dass sie diese Teelicht-Dinger zum Ausprobieren, wo knapp 1 Euro kosten pro Stück, die nicht bestellen können. Und ich habe danach auch nochmal geschaut und die gibt es wirklich nicht mehr. Also wenn dann so gesammelt ist, so ein Pack mit Weihnachtsdüfte oder frische Düfte und sowas, das kann man allerdings auch nehmen. Dann eben jetzt für Weihnachten oder so, so Weihnachtsdüfte als Probeset. Das war bei Yankee Online, habe ich die bestellt. Das könnte man zum Beispiel nehmen. Oder eben diese Votivkerzen oder so heißen die. Und ja, dann kauft man sich so eine, die kosten um die 2,50 oder knapp 3 Euro, so einen Dreh. Und die sind auch einfach super schön zum Ausprobieren. Man kann da noch so ein kleines Gläschen dazu kaufen. Das muss ich jetzt auch endlich mal machen. Wo man die eben reinsetzen kann. Dann kann man auch die Verpackung abmachen und dieses Bildchen vorne auf dieses kleine Gläschen setzen. Und dann ist es auch eine super kleine, süße Yankee Candle Variante. Und ja, eben auch zum Testen, ist nicht so teuer und vielleicht kann man auch mehrere verschenken oder als kleinen Zusatz eben, finde ich das wunderbar. Ja, wenn derjenige eben nicht so auf Kosmetik und so steht, sondern mehr auf so Körperpflege und vor allem, finde ich, geht das eigentlich auch fast immer, sind eben die Läden Lush und Rituals und The Body Shop einfach super. Da gibt es meistens auch gerade zu Weihnachten, aber auch allgemein immer mal wieder so verschiedene Sets, wo dann eine Bodylotion drin ist und irgendwelche Shampoos oder Duschgels. Dann, wenn derjenige eine Badewanne zu Hause hat, das müsste die allerdings vorher natürlich herausfinden, sonst ist es natürlich sinnlos. Da gibt es diese super tollen Lush-Badekugeln eben, die werdet ihr auch bestimmt kennen. Und so Weihnachtsspecials und ja, ihr könnt das ja variieren und mixen. Und ich finde, das ist generell immer, wenn man nicht weiß, was schenkt man der Person, man kennt sie vielleicht nicht so gut, weil das irgendeine Freundin ist von einem Verwandten oder keine Ahnung was, dann funktioniert das eigentlich immer recht gut mit so Beauty-Sachen, die nach was duften oder sehr pflegend sind. Und ich liebe Rituals, da findet ihr immer was. Das kann man auch online bestellen. Ich finde, die riechen toll, die Sachen. Da gibt es gar nichts, was irgendwie nicht so toll riecht. Und bei The Body Shop gibt es auch immer so viele tolle Sachen und bei Lush. Also das würde ich so als Dreiergespann so sagen, so als die Spa-verwöhnten Wellness-Richtung. Und ja, da findet ihr bestimmt immer was. Dann zum Thema Gutscheine. Gutscheine werden ja super gerne benutzt. Also wenn einem wirklich überhaupt nichts einfällt, dann sind Gutscheine die letzte Rettung.
Wobei ich das auch nicht schlecht finde. Also ich möchte Gutschein jetzt auch nicht so werten, so ja, hier Gutschein, mir ist nichts anderes eingefallen, ich hatte keine Lust, was anderes mir zu überlegen oder so. Aber ich finde, ein Gutschein sollte nicht nur so das Geschenk sein, sondern vielleicht als kleiner Zusatz oder so. Wenn man zum Beispiel weiß, die Person liest sehr gerne, dann aus einem Bücherladen, Thalia oder so, kann man das eben noch dazu machen. Oder derjenige steht auf Technik, dann wäre was von Saturn oder Mediamarkt vielleicht ganz toll. Und so kann man das variieren oder Beauty-Sachen vom Douglas, da gibt es ja auch so viel, wenn man sich nicht sicher ist. Und bevor man irgendwas kauft, wo man nicht weiß, mag die Person das, verträgt die Person das, dann lieber dann doch eher noch einen Gutschein, als einfach wild drauf loszukaufen. Was ich auch super finde, ist, dass es bei DM zum Beispiel, da müsst ihr mal schauen, bei diesen Gutscheinen, die da immer hängen, da gibt es ganz verschiedene. Also da gibt es nicht nur die DM-Eigengutscheine, sondern da gibt es auch von Ikea und von Amazon, finde ich auch super praktisch, auch für Männer und so. Ich mache das ja allgemein jetzt. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene, dass ihr auch da Gutscheine holen könnt. Oder wenn sie zum Beispiel in irgendeinen Laden super gerne einkauft oder sich schon immer mal was aus diesem Laden holen wollte, dann ist natürlich ein Gutschein eine super Idee. Oder auch so Essensgutscheine, zum Beispiel Frühstücken ist immer toll mit einer Freundin oder so, dass ihr so ein Buffet-Frühstücksgutschein habt oder Abendessen mit jemandem oder ihr wolltet schon immer mal dahin und habt es irgendwie nie geschafft oder so, dann ist so ein Gutschein eben toll. Oder wenn jemand zum Beispiel auf Starbucks oder so steht, vielleicht so als Kombination so eine hübsche Tasse kaufen und darin einen Gutschein machen oder so, finde ich super. Also ich würde mich super darüber freuen. Eine andere gute Idee wäre natürlich auch so Erlebnisgutscheine. Gibt es irgendeinen Ort, wo man schon immer hinfahren wollte? Oder Konzertkarten zum Beispiel, da könnt ihr euch informieren, wann, wer, wo auftritt. Und sowas holen, da freuen sich auch sehr viele immer wieder drüber. Oder gibt es einen Comedian, den irgendwer schon mal gerne sehen wollte? Und die reisen ja auch in kleinere Städte, nicht immer nur in so größere. Was auch bei vielen Menschen funktionieren würde als Geschenk, sind solche Handschuhe. Ich glaube, die Idee ist auch noch relativ neu, also das haben noch nicht so viele. Das sind Handschuhe, die vorne am Zeigefinger und am Daumen irgendwas Spezielles haben. Also man spürt es nicht wirklich, dass es irgendwie, ich weiß nicht, was da eingearbeitet ist. Auf jeden Fall kann man damit sein Smartphone oder sonstige Tablets irgendwas bedienen, wenn man gerade unterwegs ist und jetzt zur Weihnachtszeit zum Beispiel ist es auch noch sehr kalt draußen. Dann kann man einfach seine Handschuhe anlassen und mit denen eben seine Sachen bedienen. Und das funktioniert auch super wieder für die Männerwelt und generell für viele Personen. Und die gibt es zurzeit bei Primark super günstig für 1,50 €. Wer jetzt kein Primark in der Nähe hat, ich habe gehört, bei H&M gibt es die auch schon. Und bei so einem Läden wie Nanunana, die verkaufen die auch. Und das finde ich auch ein ultimativer Tipp und als Zusatz oder so einfach super. Auch eine sehr süße Idee finde ich ja sowas hier. Seht ihr das? Das hat so ein Gesicht und ist so eine Schale. Die habe ich aus einem Laden bei mir gekauft in der Nähe, aber die gibt es auch online und die heißen da Tassen-TV. Und vielleicht habt ihr die auch schon mal in der Werbung gesehen, das gab es vor, ich weiß nicht, 4, 5 Jahren. Da zu Weihnachten haben die sich immer so geärgert, die haben dann so gesprochen und so. Und daher ist diese Idee mit denen hier auch entstanden. Und da gibt es verschiedene Sets als Tassen, als Müslischalen, als verschiedene Untersetzer, als Kannen, alles Mögliche. Das finde ich auch super niedlich und ja, eine ganz tolle Idee. Persönliche Sachen sind natürlich auch immer super. Also ob das selbstgemachte Plätzchen sind oder zum Geburtstag ein selbstgebackener Kuchen oder so. Das sind so kleine Dinge, aber über die freuen sich wirklich so viele. Und ich kenne keinen, der sagt, ich freue mich nicht über was Selbstgemachtes, wenn es sowas ist, was man eben auch gebrauchen kann. Und jetzt so zur Weihnachtszeit sind auch Kalender super begehrt und so. Zum Beispiel, wenn ihr die selber macht. Mit irgendwelchen Erlebnissen oder schönen Fotos, die ihr irgendwie verbindet mit der Person. Ob sie das gerne mag oder ob ihr das selber irgendwie zusammen erlebt habt oder so. Finde ich einfach ganz toll. Da kann man so bei Thalia zum Beispiel auch wieder so Blanko-Kalender kaufen. Auch verschiedene Arten, von ganz klein bis zu ganz groß. Und sowas zu gestalten, generell für Freunde und Familie, ist einfach eine ganz, ganz tolle Idee und kann ich eigentlich nur weiterempfehlen, habe ich selber auch schon gemacht.
Super praktisch und eine tolle Geschenkidee sind auch solche Teile hier. Das ist ein Aufladegerät, das man einfach so in der Tasche mit rumtragen kann. Ich habe meins jetzt von Amazon gekauft. Das hat, glaube ich, knapp 20 Euro gekostet. Und die sind einfach ganz, ganz toll, weil man verschiedene Öffnungen hier hat. Und es sind verschiedene Stecker dabei, damit man die Geräte auch miteinander verbinden kann. Egal, ob man unterwegs sein Laptop dabei hat, sein Handy oder so. Einfach so was super Praktisches, damit man, wenn sein Akku leer geht, einfach an das hier anschließen kann. Und dann kann man auch gleich weitermachen. Also ich habe das wirklich schon ausprobiert. Das ist ganz, ganz toll. Und ich trage das immer mit mir rum. Und das kann ich mir auch super als Geschenk vorstellen für jemanden, der eben sehr gerne am Handy ist, sein Laptop überall irgendwie braucht, längere Fahrzeiten hat und so. Da ist das einfach super mega praktisch. Dann habe ich noch seit einer Weile mal wieder was entdeckt. Das hatte ich schon mal ausprobiert. Das ist zum Beispiel, wenn jemand auf irgendwas total abfährt, also sei es irgendeine Serie oder irgendein Stars oder keine Ahnung was, und man entweder das Geld nicht dafür hat, diese Merchandising-Sachen zu kaufen, oder die gibt es hier einfach nicht, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, indem man das einfach selber gestaltet. Und da habe ich jetzt nach längerem mal wieder bei DM Online habe ich das entdeckt. Ich hatte das schon mal gemacht und das hat super funktioniert mit einem Kissen. Damals habe ich ein Foto auf ein Kissen drucken lassen und dann kam das an und das hat super funktioniert und die Qualität ist echt top. Und so kann man das eben auch machen, weil das eben auch so individuelle Sachen sind. Und das kann auch ein Foto sein, was euch verbindet vom Urlaub, von Familienfotos, von irgend sowas. Und ja, das werde ich dieses Jahr auch auf jeden Fall noch ausprobieren nochmal. Und man muss es nur rechtzeitig machen, also ihr müsstet es dann schon jetzt bald machen, sonst wird das ein bisschen schwierig, weil die auch immer so ein, zwei Wochen brauchen, bis die das eben verschicken und bis es dann da ist. Und ihr solltet Acht geben, dass die Qualität des Fotos ganz gut ist, aber die haben extra sowas eingestellt mit Smileys, damit man sieht, ob die Fotoqualität super ist oder eben nicht. Ja, das waren so meine allgemeinen Geschenktipps. Ich hoffe, es war für jeden so ein bisschen was dabei oder irgendeine Inspiration, was ihr wie kombinieren könnt oder so. Oder falls ihr noch gar keine Idee hattet, dass jetzt vielleicht irgendwas dabei gewesen ist oder vielleicht was ihr euch selber wünschen könntet. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!